来的。哎呀，要不爬到山坡的影子。Funktioniert. Das heißt nicht mehr Bären, wie ihr wisst, sondern jetzt heißt es ganz neu Cora Bhakti Yoga Zentrum. Ich heiße Guido von Abs oder Cora Villadas und habe das Vergnügen, euch heute Nachmittag während dieses kulturellen Programms zu begleiten. Ich spreche im Namen vom ganzen Verein sozusagen, von unserem Yoga-Verein. Im Namen aller und im Namen des Vereins überhaupt, alle Mitglieder. Wir freuen uns, dass ihr gekommen seid. Dies ist ein neuer Ashram, sozusagen ein Ort, den wir schon lange eigentlich ersehnten zu finden. Und zwar ein großes Haus, das ruhig liegt und doch nicht zu weit in der Natur, weil ich jede Zeit habe, weit in die Natur zu reisen. Es ist verbindlich an einem Ort, der doch ruhig ist und doch verbunden mit der Welt. Wir haben hier ein Altar, das ist in Indien traditionell so, dass man irgendwo einen Ort hat, wo das Göttliche ist, so wie auch in der Kirche, in der Moschee, überall. Das ist irgendwo ein Ort, wo sozusagen Gott präsent ist. Und wir praktizieren viel Singen und wir legen viel Wert darauf, dass man miteinander lebt. Sozusagen, dass man nicht streitet und einander respektiert, wie man ist, und miteinander singen und Langenthal. Okay, so streamen wir im Rufzeichen 10.3. Apavitra pavitrova sarvavastam gatopiva yasmaret pundarikaksham sabhaya vyantara sujihi. Und hier Yeah.
bitte nachrutschen nach vorne, es sind noch viele Leute, die im Eingang stehen, damit alle den Altar sehen können. Wir haben in der Mitte Jagannath Baladev und Subhadradevi. Narayana Narohai Swastina Padmanabha Purushottamo Dadatu Swastino Vishvakshena Vishveshvara Swastino Rishikesho Harir Dadatu Swastino Vainateyo Harir Swastino Janasuto Hanur Bhagavato Dadatu Swasti Swasti Sumangalai Kesho Maham Shri Krishna Sachit Ananda Gana Sarveshvareshvaro Dadatu Nach Hermann Hesse das Wort gehörte, den drei Buchstaben A bezieht sich auf den Energieursprung Gott, U, die göttliche Schöpfung und N, alle Seelen in diesem Universum. So mit dem Wort OM wird eigentlich alles gesagt. Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und OM ist eines dieser Ausdrücke. Jetzt wurde das Feuer entfacht und wie ich bereits erwähnt habe, ist Feuer, eine Form Krishnas, die Opfergabe annehmen kann. Vorher wurden vorbereitende Mantras rezitiert, eben auch den Beistand verschiedener Gottheiten zu erbitten, damit diese Zeremonie erfolgreich für alle Beteiligten ausgeführt werden kann. Für Menschen aus beispielsweise Sri Lanka, tamilische Mitmenschen, sind diese Zeremonie etwas ganz Natürliches. Sie kennen das seit ihrer Kindheit, bei der Taufe, Namensgebungszeremonie und so weiter, werden die immer in ähnlicher Weise durchgeführt. Om Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Jagannath Swami, Nayana Pratagami, Bhavatume, Swaha. Jagannath Swami, Nayana Pratagami, Bhavatume, Swaha. Om Hare Krishna.
über die History oder die Geschichte von Hare Krishna und wie das Krishna-Bewusstsein hierher kam. Zuerst aber möchte ich mal das in den Bildgestalten sagen. In der Mitte dieser drei Bildgestalten sind nur Gast hier. Das heißt, sie sind nur heute hier für die Eröffnung. Denn sie haben gerade eine lange Sommer. Thank you.
Übersetzung zu machen, aber lassen wir uns von der Stimmung dieses Liedes inspirieren. Subadragi, Sisigorni Tagi, oh Premanandi,
Thank you.